Hallo ihr Lieben, willkommen zurück im Resort. Als allererstes habe ich wieder Sachen bekommen, und zwar eine Ofenkartoffel, Sonnenblumen und Eisenbarren von der lieben Fem. Und Spinnenaugen und Eisengitter hat der Thomas spendiert. Dafür musste ich ein bisschen was auspacken, mein Inventar war so voll. Das Eisengitter können wir gleich in der Tasche behalten, die Augen stacken wir hier. Denn, Moment, erstmal was essen. Ich hatte ja am Hühnerstall ein Gitter übersehen. Also keine Ahnung, wie das passieren konnte. Manchmal ist man ja ein bisschen blind, wenn man direkt davor steht. So, zack, fertig. Jetzt ist aber alles zu. Ich bin da schon ein paar Mal umzugelaufen, habe geguckt. Aber es ist jetzt alles zu. Okay, jetzt ist es natürlich gerade dunkel. Mackay, alles gut oder hast du Hunger? Ja, hat Hunger. Boah, hat ordentlich Hunger. Okay. Gut, dann würde ich sagen, holzen wir hier erstmal ab, beziehungsweise ernten erstmal alles ab. Und wenn wir uns darum gekümmert haben, würde ich ganz gerne mich ums Lager kümmern. Ich habe da versucht, ein bisschen was zu sortieren. Das hatte ich ja gesagt, das mache ich zwischen den Aufnahmen. Aber ja, das war also überhaupt nicht möglich. Wir müssen da unten umbauen. Denn wir haben da zu wenig Platz. Ich habe da auch schon eine Idee, wie wir das eigentlich relativ schnell erweitern können. Und dann können wir auch die Sachen etwas besser wegsortieren. Denn so langsam wird das da echt voll. Und es wäre schon schön, wenn alles sortiert ist. Ja, hier hat die liebe Hanna einen Vorschlag gehabt, doch eine Stufe hinzupacken, dann brauche ich nicht immer springen. Recht hat sie. Das machen wir sowieso nochmal alles in Akazie dann, wenn es dann so weit ist, dass wir hier das Holz austauschen. So. Und dann jetzt noch, haben wir noch Platz? Wir haben noch Platz. Kann ich noch irgendwas stacken? Ne, das reicht uns ja gar nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir doch erstmal in den Keller und bringen schon mal ein bisschen was weg. So, Zuckerrohr, weg damit. Karotten haben wir noch nicht. Melonen und Kürbisse, was macht denn hier verrottetes Fleisch drin? Das ist mir bestimmt vorhin reingerutscht, als ich da umhergeräumt habe. Dann haben wir Setzlinge. Ja, genau so, meine ich, ist das dann passiert. Und Hecken. Akazie kann ich erstmal auspacken. Das brauchen wir nämlich so gar nicht. Das ist alles Eichenlaub. Das können wir schon noch demnächst brauchen. Aber eigentlich, ja, ein bisschen was nehmen wir vielleicht mit. Ja, nehmen wir erstmal mit. Okay. Da haben wir schon ein bisschen Akazie bei. Ja, dann gehen wir doch erstmal abernten und kümmern uns dann um den Rest. Also ich würde jetzt eigentlich ganz gerne in den nächsten paar Parts eben, wie gesagt, das Lager in Angriff nehmen, dass wir das fertig bekommen. Also dass wir da mehr sortiert kriegen. Und ich würde da natürlich gerne am Pferdestall weitermachen, damit die Pferde aus dem Hühnerstall und auch aus dem Haus rauskommen. Und dann haben wir ja noch das Haus zum Einrichten. Dann können wir eigentlich schon an den nächsten Stall gehen. Da weiß ich aber noch gar nicht genau, was was unser nächster Stall wird. Also es sollte ja eigentlich ja fast was für Schafe werden, da wir ja jetzt auch Schafe in der Klappe haben. Und ich glaube sogar ein Schwein. Also von dem her können wir noch ordentlich Ställe bauen. Na, Mackay, du bist schon wieder am Weg. Geh doch mal weg da. So. Okay, die noch einpflanzen. Nee, nicht essen, einpflanzen. So, dann haben wir einmal alles abgeerntet. Also da muss wirklich noch ein bisschen Licht rein in den Stall. Der ist mir zu dunkel. So, und dann ab in den Keller. Dann verschanzen wir uns hier. Und aha. Und bauen an Kartoffeln.
eine schlechte Kartoffel und Karotten. Dann haben wir noch Getreide. Wir haben jetzt ja ordentlich Getreideballen gekriegt. Ja, machen wir natürlich irgendwie auch noch in den Hühnerstall rein. Aber jetzt gucken wir erstmal. Das Eischwarzeiche hier, ja. Dass wir hier den Stall auf jeden Fall... nein, das Lager. Mensch, schon wieder durcheinander heute. Das Lager ein bisschen weitermachen. So, da würde ich jetzt eigentlich ganz gerne hier so ansetzen. Das wird nicht mittig, das kriegen wir nicht hin. So wäre es mittig, aber dann könnten wir nur eine Kiste stellen. Das ist ja, wäre ja eine doofe Sache. Oder aber so, dann haben wir da ein bisschen enger und könnten zwei Kisten stellen, zwei einzelne. Das fände ich irgendwie doof. Also zwei einzelne fände ich schon gut. Aber nicht so. Hm, verdammt, jetzt passt das doch nicht. Ich hatte mir das so schön ausgemalt gehabt. Das Ding ist, das passt einfach nicht. Ich kriege das nicht symmetrisch. Das ist einfach ja, unmöglich. Denn wenn wir jetzt hier ein Außending machen, dann haben wir hier Kiste, noch ein Kiste und da könnte man eine Doppelkiste machen. Oh, das könnte ja doch passen, wenn wir hier in der Mitte eine Doppelkiste machen. Dann gehen wir einfach von hier nach da. Ja, so machen wir es. Dann haben wir einmal Doppelkisten und immer zwei einzelne. Das finde ich ganz gut. Da können wir da nämlich Kleinkram reinschmeißen. Das finde ich gut. Hier machen wir natürlich in der Mitte zu. Und hier machen wir wieder auf. Da kommt nämlich Zaun rein. Ja, müssen wir das hier ja bis zur Decke eigentlich machen, ne? Wie die anderen auch. Oh, ich bin schon gespannt, ob das doch was wird. Und ob der Platz dann auch reicht letztendlich. Also wir haben ja schon einiges an Zeug. Ansonsten, wie gesagt, müssen wir anbauen. Da müssen wir einfach noch eine Etage tiefer. Das war ja anfangs schon so gedacht, dass man eventuell noch mal eine Etage tiefer geht. So, ja, ja. So, das ist echt dunkel hier. Da müssen wir noch mal Fackeln hinpacken. Und zwar eine hier, eine da und eine da. Dann wird es ein bisschen heller. Wir sollten auf jeden Fall Dings machen. Glowstone mal besorgen. Das vielleicht einfach mal ins Nether. Und dort mal ein bisschen Glowstone farmen gehen. So. Das und das. Ach, oben hatten wir Treppen. Okay. Haben wir da noch welche? Ja, haben wir Truhen. Können wir auch gleich mitnehmen. Treppen. So. Huch. Das wollte ich nicht. So. Ja, so passen doch einige Truhen hier hin. Warte, da will ich auch noch ein bisschen Licht machen. Ja. Ja, schön. Das ist doch toll. Da passt einiges noch rein. Ich habe mir nämlich auch schon überlegt, wie man das Ganze eventuell sortieren kann, ohne dass man eben 1000 Kisten braucht. Haben wir denn noch irgendwo Kisten? Das sind noch Stufen, die kann man mal einpacken. Das ist Eichenholz, aber das reicht ja nicht. Da ist auch noch Eichenholz. So, da machen wir uns jetzt mal ein paar Truhen. So, mal gucken, reichen die? Nee, die reichen nicht. Mann, Mann, also was man hier für Truhen hat jetzt? Sollte dann ja eigentlich theoretisch schon reichen. So, noch ein bisschen Truhen. Da muss, glaube ich, noch hin, ne? Genau. So, okay. Dann brauchen wir noch Zaun, um das Ganze fertig zu machen. Nö. Nee, hatten wir keinen Zaun mehr? Oder habe ich den...
Also Schwarzeichenzaun habe ich den Gott weiß wo reingestopft. Da. Es ist ja auch alles sehr sortiert hier. So. Und dann da lang. Genau. Ja, schön. Dann haben wir das doch. Haben wir um einiges mehr Platz. Dann schnappen wir uns ein paar Schilder. Haben wir denn noch irgendwo Schilder? Schilder? Habe ich doch bestimmt auch irgendwo reingeschmissen. Oder wir haben keine mehr. Das ist auch möglich. Aber ich gucke erstmal alles durch. Da, noch eins. Also, dann haben wir doch anscheinend keine mehr. Da ist auch noch so viel Zeug drin. Das kommt durch das ganze... Zeugs aus der Spendenkiste. Habe ich denn noch irgendwo Stöcker? Nö. Oder? Nee, aber da sind auch noch Schilder. Okay, dann machen wir uns jetzt einfach mal ein paar Stöckchen. Und ein paar Schilder noch. So, ja, jetzt ist die Frage, wie sortieren wir das Ganze am besten? Hier ist jetzt der Redstone drinne. Ich würde, wenn ich das jetzt wüsste. Da haben wir Melonen, Kürbisse und so weiter. Blumen, Setzlinge, Hecken. Sand, Kies, Erde. Finde ich gut. Ich würde eigentlich das Andesit, Diorit und Granit würde ich eigentlich ganz gerne jeweils in eine Kiste machen. Und zwar machen wir das einfach hier hinten rein. Oder? Und Redstone, was könnte man da denn noch reinmachen? Lass mal gucken. Also... Da hat man eigentlich gar nicht mehr wirklich irgendwie Erz, ne? Man könnte da noch Netherstein reinmachen. Das wäre noch was. Hier unten machen wir Steinstufen und Zeugs rein. Ja, da machen wir doch hier einfach Netherstein rein. Habe ich da eigentlich Pfeile hingemacht? Nein. Und hier machen wir Netherzeugs rein. Alles, was so aus dem Nether kommt, ja? Das hängen wir mal höher. Noch ein bisschen höher. So. Dann machen wir hier rein. Andesit. Diorit. Und Granit. So, ich denke, das ist doch ganz okay. Hier vorne würde ich gerne Holz reinmachen. Machen wir das auf die Seite oder auf die Seite, die Schilder? Ach, machen wir es auf die Seite. Also hier Rohholz. Das würde ich jetzt nicht weiter sortieren nach Dings, sondern einfach so. Und dann kann man nämlich irgendwie Türen machen und ja, Falltüren, Türen. So Zeugs eben. Ach, jetzt habe ich hier meine Stöckchen rumliegen, sowas. Ach, da habe ich auch noch Holz, aber das brauche ich eigentlich. Mal eben gucken, da haben wir noch genug Holz. So, dann machen wir uns doch noch ein bisschen, also ein paar Schilder noch. Und dann würde ich eigentlich jetzt bald wieder in Pferdestall wollen. Ja, hier machen wir Holzbretter. Und Holzstufen. Ja. Dann kann man nämlich hier schön die Dinge reinpacken. Hier machen wir Zaun rein. So, können wir den nämlich auch gleich auspacken, den wir noch in der Tasche haben. Den wir nämlich nicht brauchen, obwohl den Schwarzeichen, den brauchen wir noch. Aber wir können es ja erstmal auspacken. So, dann, ja, oben könnte man noch Türen machen und so. Und vielleicht hier Leiter und Gitter oder irgendwie so in die Richtung. Haben wir noch Schilder? Nee. Ich mache hier erstmal die Gitter rein. Und da oben machen wir Türen rein. Ja, und ich denke, das ist dann erstmal in Ordnung. Und dann würde ich das einfach nochmal offscreen machen, nochmal alles so ein bisschen sortieren. Und halt mal schauen, wo was reinpasst und... Dann denke ich, passt das auch. So, ich muss jetzt überlegen, wie war das noch mit dem Pferdestall? Jetzt mal erstmal schauen, wie weit waren wir da überhaupt? Ich habe nämlich keine Ahnung. Der Hühnerstall hatte ich repariert, genau.
So, hallo Schafe. Warum habt ihr einen Huhn hier drin? Warum habt ihr zwei Hühner hier drin? Ah ja, okay. Genau, das war bis hier her fast. Das waren jetzt wie viele Boxen hier? 1, 2, 3, 4, 5. Das wird ein relativ kleiner Pferdestall jetzt hier, weil wir einfach ja noch nicht den Platz haben für einen großen. Ich würde den trotzdem jetzt erstmal auf diese Art und Weise fertig machen wollen und einfach später nochmal einen größeren bauen. So, jetzt machen wir jetzt hier erstmal Platz. Gut. Das müssen wir noch zumachen hier, das Loch. Das ist, glaube ich, ein Creeper-Loch noch. Und auch eben noch Erde abtragen. Da würde ich aber ganz gerne eine Schaufel dann auch verzaubern. Mal gucken, ob wir uns eine Dia-Schaufel machen. Irgendwas Nettes. So, okay. Erde habe ich keine dabei, ne? Nö. Gut, aber Akazienholz, das ist doch schon mal schön. Und ein paar Dings, da kann man hier vielleicht noch mal ein Stück weitergehen. Ja, ich würde. Ich bin immer noch am Überlegen, wie wir hier am besten rumgehen. Ob wir übers Wasser gehen oder ob wir einfach umzugehen. Ums Wasser. Wäre ja eigentlich besser, um zuzugehen. Gucken. Obwohl hier könnte man, auch das könnte man alles zumachen und nur das da lassen und hier so ein bisschen natürlich machen und dann kann man hier mit der Mauer rüber. Das wäre eigentlich auch schön, oder? Hier alles zumachen einfach. Und da dann offen lassen. Wäre eine Möglichkeit. Okay, ich hol's hier erstmal noch ein bisschen ab, damit man überhaupt mal sieht, wie das hier funktioniert. Funktionieren könnte. So, das sollte fast reichen. Ich würde schon ein bisschen Wasser gerne mit ins Resort nehmen, aber es soll eben ja auch komplett zugemacht werden mit der Mauer. Und da das hier eigentlich eine große Insel ist, wo wir drauf sind, wäre das ganz schön, eben ein Stückchen Wasser mitzunehmen. Wird das schon wieder dunkel? Oder wird das jetzt hell? Nee, es wird dunkel, ne? Echt schon wieder. Mensch, das ist nur dunkel. Okay, dann brauchen wir eine Schaufel. Ich habe hier noch so ein ganz kleines bisschen was dran an der hier. Dann würde ich gleich die Setzlinge zurückbringen, also in die Truhe bringen. Dann machen wir uns eine schöne Schaufel und dann können wir hier ordentlich wegbuddeln. So, ganzen Setzlinge mal einsammeln hier. Oh, da ist ein Apfel. So. Da ist auch noch Holz. Hier kann man eigentlich schon mal das bisschen Erde, was wir haben, reinstopfen. Dann haben wir schon mal ein Loch zu. Okay, das war's. Und die andere Erde, die wir kriegen, dann die vom Abtragen, die stopfen wir einfach da rein. Und dann würde ich. Ach, das ist wirklich, wirklich schwierig. Sonst doch umzugehen, hier umzugehen. Ist vielleicht doch schöner wie ins Wasser rein. Ach, ich bin mir nicht sicher. Was passt sonst auch mit der Mauer und dem Pferdestein nicht mehr? Müssten wir den noch umsetzen wieder? Was ich irgendwie doof fände, weil der steht da echt gut. Naja, wir machen, wir
lassen das hier. Wir gehen hier entlang. Und hier auch machen hier ein bisschen zu, dass wir ein bisschen mehr Platz kriegen. Und das Wasser lassen wir einfach draußen. Okay, dann bringen wir jetzt erstmal alles weg und machen uns eine schöne Schaufel. Ah, da ist irgendwo eine Spinne. So. Okay. Diamanten. Nee, das war falsch. Diamanten. Stöcke habe ich ja genug dabei. So, Setzlinge können wir alle auspacken. Nee, dich nicht. Du bleibst. So, und was können wir noch auspacken? Rohholz können wir auspacken. Das haben wir jetzt hier. Das brauchen wir nämlich auch nicht. Dann, achso, Lapis hätte ich mitnehmen sollen, ne? Da, das sollte ich vielleicht nochmal hier eine Truhe hinpacken mit Lapis. So. Und, nein. Ach, hier, Mark. Ich hätte mir jetzt eine Schaufel machen sollen, ne? Naja. So, das kommt, wenn man mit Gedanken schon viel weiter ist. Das und das. Effizienz, Effizienz. Ach, das finde ich okay. Für die Level, die wir haben, finde ich das völlig ausreichend. So, ich stelle hier mal eben eine Truhe hin. Die können wir ja sonst nochmal wegmachen. Da kann man nämlich auch dann schön die verzauberten Bücher irgendwie mit reinpacken. So. Mal eben McKay rufen. So. Denn es ist Nacht und es ist immer schön, wenn die einen dann beschützen, so ein bisschen. Da kommen wir gar nicht ran. Warum denn nicht? Ach, Spinne, geh doch weg. So, das sollte reichen, hoffe ich. Wo habe ich denn mein Schwert hingepackt? McKay, Hilfe! Na toll. Ach, so, jetzt habe ich mein Schwert. Okay. Noch ihn eben füttern. Okay, dann buddeln wir jetzt. Da können wir erstmal noch ein bisschen was wegmachen hier. Da ist auch noch Holz. Ja, das ist doch eine tolle Schaufel. Das gefällt mir. Genau nach meinem Geschmack. Da sollten wir hoch, um den Baum da wegzumachen. Ja. Ich sehe nicht wirklich was. Das machen wir gleich, wenn es Tag ist. Dann machen wir erstmal hier so ein bisschen Platz. Das Ding ist, die Effizienzschaufeln sind ja super, ne? Bei Erde. Bei Gras brauchen die schon noch ein bisschen länger. Das finde ich immer ein bisschen nervend. Das hält einen so auf. Ja, hier kann man jetzt so dododododok. Ja, so richtig schön wegmachen. So. Ich glaube, hier müssen wir ganz runter, ne? Ja. Klar. Also auf jeden Fall. Weil der Steig kommt ja schon noch ein Stück weit hier raus. Brauchen wir also noch ein bisschen Platz. So, die Erde kommt natürlich gleich wieder hier rein, ne? In unser Creeper-Loch. So viel Erde brauchen wir auch gar nicht, obwohl unsere Erdekiste noch leer ist. Ein bisschen was zu lagern wäre da gar nicht verkehrt. So, du Skelett. Ich verhau dich. So, und dann machen wir hier auch schon zu. Geh mal weg. Ach, dann bleib halt da. Solange du mich beschützt. Jetzt muss er natürlich da in diesem Loch hängen. Da. Okay. Dann haben wir das Loch nämlich hier auch gleich schon wieder zu. Und da haben wir noch mehr Erde.
So, jetzt geh doch da mal weg. Was soll denn das? So, genau. Und dann gehen wir nämlich mit der Mauer hier dann rum. Und hier in die Richtung dann weiter. So. Okay, allerdings ist der Part jetzt zu Ende. Das ist natürlich mitten in der Nacht. Mal eben schnell ins Haus gehen. Dann den Part beenden zu können. Zack. Ich habe das Inventar sowas von voll. Was war das jetzt? War das gerade ein Creeper? Nein, ich meine Enderman. Das hat mich gerade erschrocken. Ich habe gedacht, das wäre ein Skelett, aber nein, es ist nur ein Esel. Okay, dann werde ich jetzt erstmal den Part beenden und im nächsten, ja, machen wir dann weiter und ich hoffe, dass wir dann den Pferdestall auf weitestgehend fertig bekommen. Also bis dann. Ciao, ciao.